Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal zu einem neuen Food-Test, denn wir testen heute von Sunday, das ist die Eigenmarke von Lidl, die Double Choc Chocolate Cakes, oder? Die Cookies Double Chocolate oder so rum, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall doppelte Schokolade. Und ich bin da ganz gespannt, ob die besser schmecken wie die amerikanischen. Denn hier ist ja deutlich mehr Schokolade drin. Und würde sagen, wir gucken uns das Produkt einfach mal von Namen an und schauen, was so hinten drauf steht, wie viel da wirklich drin ist. Und wer meinen Kanal jetzt zum ersten Mal schaut, da würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und ein Like. Das wäre echt super. Und jetzt starten wir in die Großaufnahme. Ja, dann schauen wir uns die Cookies doch einmal an. Ich bin ja so, ich kaufe ja gerne Sachen, weil mir auch die Verpackung gefällt. Und hier finde ich die auch wirklich gut gelungen. Ich mag die Farbe, ich mag den Aufbau, die Cookies sind klar zu erkennen. Viel Schokolade drin, insgesamt wohl 40% Schokostückchen, Mürbegebäck mit 30,5% Zartbitter und 9,5% Vollmilchschokolade. Das finde ich schon mal sehr gut, weil ich so leichte Zartbitterschokolade auch gerne mag. 225 Gramm sind drin. Den Preis weiß ich jetzt leider nicht mehr. Aber wenn ich ihn finde, blende ich ihn euch ein. Hier habt ihr einmal die Stoffe, die so drin sind. Habe ich ja gerade soweit vorgelesen. Und wen es interessiert, der kann den Rest hier auch noch lesen und Pause drücken. Ah, und hier sind die Nährwerte. Natürlich, es ist eine Süßigkeit. Pro Portion hat das Ganze 187 Kalorien pro Keks. Okay, ist natürlich eine Menge, aber man isst ja auch nicht die ganze Packung, sondern nur ein, zwei Kekse. Und selbst das ist dann eigentlich schon viel, aber egal. Ja, und jetzt packen wir doch einfach mal einen aus. So, dann holen wir mal einen Keks raus. Und schauen, wie die ausschauen. Sind auf jeden Fall, ich merke schon in der Hand, tatsächlich sehr mürbe. Man sieht die reichlichen Schokostücke. Es gefällt mir wirklich sehr gut. Brechen den auch mal durch. Ja, der ist wirklich sehr, sehr mürbe. Hervorragend. Ja, und jetzt würde ich sagen, probieren wir den doch mal. Ja, und jetzt wird natürlich getestet, aber vorher muss man an dem Keks ja auch mal riechen. Wow, das ist ein Schokoaroma. Gefällt mir richtig gut. Also man riecht, dass es nicht nur Vollmilchschokolade ist. Zartbitterschokolade riecht einfach anders. Und das riecht man hier. Und jetzt freue ich mich aufs Probieren. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Wow. Der Keks ist super mürb. Besser geht's eigentlich nicht. Diese Zartbitterschokolade finde ich total phänomenal. Und diese Schokostückchen, die kann man richtig schön kauen. Also es zergeht jetzt nicht so im Mund oder so, was auch cool gewesen wäre. Aber der ist richtig gut gelungen. Man merkt auch, dass viel, viel Zucker drin ist. Er ist richtig süß. Aber durch diese Zartbitterschokolade wird das wunderbar abgemildert. Und das ist, was ich mir von so einem Keks auch wünsche. Dass er nicht einfach nur süß, süß, süß ist, sondern viele verschiedene Geschmäcker in sich trägt. Und das haben wir hier tatsächlich. Man merkt es. Es ist doppelte Schokolade und zwar zartbitter und vollmilch. Und man kann beides meiner Meinung nach erschmecken.
Ein rundherum gelungenes Produkt. Ich bin nicht oft glücklich und zufrieden. Jetzt habe ich mich, glaube ich, eingesaut. Das gehört dann auch dazu. Aber hier kann ich tatsächlich nur 10 von 10 Punkte geben. Was anderes bleibt mir gar nicht übrig. In meinen Augen perfekt. Kennt ihr die schon? Habt ihr die schon mal gegessen? Und wie haben sie euch geschmeckt? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!